Hi, willkommen zu PUBG. Bisher habe ich die Runden immer nicht so für YouTube aufgenommen, sondern das irgendwie nur aus dem Stream gezogen, wenn dann oder so. Aber da bisher immer irgendwas Witziges war oder doch irgendwas los war, habe ich mir jetzt gedacht, let's go. Ich mache eine fette Aufnahme mit PUBG und schneide euch das richtig zusammen und jetzt auch auf YouTube ganz offiziell PUBG. Viel Spaß. Let's go. Für einen Pfannenkill 20 Bits. Das sind 20 Cent. Bin ich wahrscheinlich schneller reich, wenn ich Dosen sammeln gehe und Pfand abgebe. Ah doch, da unten steht doch einer. Ich werde nicht einen einzigen Pfannenkill machen, nur mal das ist, um das festzuhalten, ne? Ich werde es gar nicht versuchen. Warum auch? Höher 50. Da wird's versucht. Ich habe ja noch nicht mal eine Pfanne gefunden. Vielleicht hatte der Kumpel eine Pfanne. Oh, okay. M24. Leider keine Pfanne. Oh, Zone. Hoppla. Final Kill mit Pfanne 1000 Bits. Das sind 10 Euro. Das ist schon mal eher so eine Ansage, ey. Da könnte ich mich vielleicht zu hinreißen lassen. Trotzdem muss ich dafür erstmal eine Pfanne finden, ne? Ja. Okay. Drückt hier noch jemanden raus hinter mir? Nee. Sieht nicht so aus. Wo seid ihr? Wo wird hier rumgeballert? Wo ist der andere? Ich habe ihn getroffen. Leider kein Headshot. Zweifach Visier ist halt auch so eine Sache, ne? Da. Komm. Jetzt war er gerade da. Du hast ein Vierfach für mich, oder zumindest ein Dreifach wäre cool. Komm. So. Kurz aus der Zone, dann muss ich aber weit. Hier gibt es, glaube ich, auch keine Karren oder so. Jetzt hoffe ich, dass der genug. Ja, das war halt auch wieder ein Bot, ne? Schaut euch den Loot an, den der hat. Crap. Schmutz. Keine Pfanne dabei. Ärgerlich. Ob wir hier eine Pfanne finden? Nichts Spannendes. Nope. Keine Pfanne. Keine Pfanne. Keine Pfanne. Irgendein Scope, ein besseres, wäre auch cool. Gerade kurz geschaut, von wo die Fluglinie ging. Die ist ganz weit weg am anderen Ende der Karte. Das ist sehr gut. Das heißt, wir werden hier nicht auf so viel Gegenwehr auf dem Weg hierher. Hier oben rauf stoßen. Und da hinten ist gerade ein Drop runtergekommen. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob ich da was machen kann. Da.
Sieht nicht so aus, als wäre da jemand dran gewesen, ne? Wow! Aber auf jeden Fall hat mich jemand gesehen, wie ich da hin will. Ich weiß aber, wo er ist. Kann ich an den Drop gehen. Schnell. Passt. Wo ist er hin? Da irgendwo war er. Ist mir zu unsicher, vor allem weil ich hinten recht offen bin. Schießt der zweimal auf mich und versteckt sich dann, oder was? Bazi. Zeige er sich bitte. Ich muss einmal in die Richtung checken, damit ich hier nicht von hinten gesnackt werde. Und dann konzentriere ich mich wieder auf den Typen. 5 noch am Leben. Da hinten hat einer geballert. In der Stadt ist doch 100 pro noch irgendwo einer drin. Keiner mehr drin? Da läuft er. Sag mal. Jetzt versteckt er sich hinter dem Bus, oder was? Echt jetzt? Gut, also da haben wir einen. Ja, den. Okay, da ist er. Da sind 2? Oder ist der jetzt nach links weg? Ach, nicht getroffen, ey. Shit. Der hat doch nur einen 1er Helm auf. Aua! Oder vielleicht hat er auch einen 3er Helm auf. Der Kumpel. Weil das war doch ein Headshot. Ja, Raraf, ich hab keine Pfanne. Drei andere noch. Okay, da schießt einer. IKEA hat mich. Ja, wir haben tatsächlich auch Pfannen von IKEA. Oh, fuck. No. Oh, wie ich den Spray wie hart verkackt ich hier gerade hab. Eieieiei. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Da muss eine neue Runde her. Das war richtig schlecht von mir gerade. Da hätte ich ja 1000-mal besser schnell mit der Sniper geschossen. Jasnaya Poljana, Geschichten aus dem Poljana-Garten. Die Geschichten aus dem Poljana-Garten, die sind gut. Sind immer gute Geschichten aus dem Poljana-Garten, sag ich euch. Das war ein Hit. Schade. Hier ist eine Pfanne. Jetzt zählt aber die Wette nicht mehr, ne? Du wusstest einfach, dass ich in der letzten Runde keine Pfanne finde, ne? Gehen wir mal los. Richtung Zone. Military Base. Das wird wild. Ah ja, da ist ein Buggy. Schalli ist nicht so geil. Ich hätte lieber den Kompensator. Ja, gut. Lol. Schade.
Wäre ja auch zu schön gewesen. Da vorne fährt er. Wir haben das schnellere Auto, aber ich glaube, den holen wir nicht mehr ein. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Wahrscheinlich auch hier rauf, ne? Rechts fährt einer. Wuhu! Mit was ist der rechts? Mit was ist er unterwegs? Wo ist er denn? Da! Ist das unser Kumpel, den wir gerade schon beschossen hatten? Könnte sein. Shit. War nicht nachgeladen. No! Zack! Oh, hier geht's runter. Oh, shit! Oh, oh. Kacke! Ups. Es ist vielleicht nicht so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Okay. Oh. No, ich sterbe jetzt hier an. Okay. Okay. Ja, was soll ich machen? Ich muss sowieso rüber. Let's go. Ich habe genug Zeit. Ja, gut. Ich war dieses Jahr noch nicht irgendwo draußen schwimmen. Wir waren mal im Hallenbad. Und das Wetter hat es irgendwie nicht so zugelassen. Aber Hallenbad war cool. Und als wir dort waren, die haben auch einen Außenbereich, konnten wir auch nach draußen. Das war schon geil. Also einmal war ich richtig schwimmen. Kein Sport, sondern Spaß schwimmen. Scheint auch irgendwie nichts los zu sein hier drüben. Hinter mir ist Action pur. Ich bin aber leider, kann ich bei der Action nichts mitmachen. Weil ich ja ins Wasser gefallen bin. Scheiße. Ach, so eine Kacke, ey. Das war ein Treffer. Oder? Ich glaube, das war ein Treffer. Weiß nicht. Ja, der Boy, der muss doch da jetzt an der Zone, der geht doch an der Zone drauf. Der schafft das doch niemals. Es könnte sein, dass der Typ, der da gerade rumfährt... Ah ne, er wartet nicht an der Brücke, okay. Wollte gerade sagen, dass er vielleicht an der Brücke wartet. Um eventuelle Nachzügler abzuziehen. Fast. Rennt er weiter? Er rennt weiter. Ja, dann machen wir mal nicht auf uns aufmerksam. Mache ich mal nicht auf mich aufmerksam an der Stelle. Oh, da kommt einer. Der mit dem Fahrrad unterwegs? Lol. Der war, glaube ich, mit dem Fahrrad unterwegs. Geil. So, wir haben zumindest den einen Typen, der mit dem Auto angekommen ist, oberhalb von uns, von mir. Da kommt einer mit dem Auto. Und der andere sitzt hier an dem Baum. Gut für uns, dass der gerade schießt. Das heißt, der ist auf irgendwas anderes konzentriert. Finde ich absolut in Ordnung. Ich nämlich gerade auf den Boy geballert habe, der da
mit dem Auto kam, habe ich natürlich auf mich aufmerksam gemacht. So, der muss jetzt aber reinkommen. Der war doch außerhalb. Ah, Spielbereich. Gut. Ich vermute, das ist der gewesen. Da ist gerade einer an der Zone gestorben. Die Zone macht schon echt Schaden jetzt. Fünf andere. Eins, zwei, drei, vier. Die Nummer fünf wissen wir nicht. Ich denke, der schießt auf einen. Der da unten hat auf einen geschossen. Das heißt, zwei, vier. Dann fehlt noch der fünfte. Ich denke nicht, dass die aufeinander geschossen haben. Weil die doch relativ weit voneinander entfernt waren. Der oben und der rechts unten. Ja, das sind zwei, die da unten schießen. Dann versuche ich mich doch da mal zu beteiligen. Da war ein bisschen Loot drin. Hier ist auch ein bisschen Loot. Okay. Da unten ist auch noch ein Drop. Jetzt sieht mich der oben halt wahrscheinlich. Da. Ah, wurde leider gelootet. Lol, die P90. Wer will, nimmt denn die P90 nicht? Zwei andere. Der oben hat geballert. Das war wieder nicht so geil von mir geaimt, aber es war okay. So, ich will ganz weit weg von dem, weil der vielleicht die P90 gehört hat. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich den letzten mit einer Pfanne bewerfen kann. Oh, hier steht auch ein Drop. Meint, ich finde hier noch schnell Dreier-Gear. Kann ich ganz kurz? Oh, Alter. Das ist ja geil. So. Wo seid ihr zwei? Einer ist irgendwo auf der anderen Seite. Das Gebäude ist drin. Ah, guck mal. Was haben wir denn da? Einen Ghillie. Nein, der sieht mich. Fuck. Ich kann aber nicht anhalten. Die Zone. Oh, Mann. Eine geht noch. Und hoffentlich wird das was. Observatory. Ja, warum nicht, hä? Schauen wir mal. Da sterbe ich zwar immer, aber gucken wir mal ins Observatorium. Keiner mit mir? Echt? Cool. Hier ist einer. Sorry. Ich war in dem Moment einfach leiser. Ich habe eine. Hier, Pfanne. Und dann kann ich den jemandem an den Kopf werfen. Nee, warte, wie werfe ich die nochmal? Irgendwie kann man die werfen. Rechtsklick? Ah, Rechtsklick! Ach, so easy. Hä?
So, genau, dann kann ich nämlich Leute mit der Pfanne bewerfen. Ist ein Pfannenkill. Nur, dass das mal erwähnt ist, ne? Brauch gar kein Auto. Lassen wir's. Gehe ich lieber zu Fuß. Das ist alles seltsam. Hier ist eine weite, offene Fläche. Da vorne sind Gebäude. Keine Deckung. Ich bin hier im Schnee. Es fühlt sich kalt an. Nee. Die Map finde ich auch nicht so geil. Ist relativ groß, ne? Ja, bis jetzt würde ich behaupten, keine dieser PUBG-Runden landet auf YouTube. Sind alle irgendwie dumm ausgegangen am Ende. Einfach weil ich verkackt habe. So, weil ich einfach schlecht war, wirklich schlecht war. So schlecht, wie ich normalerweise jetzt nicht unbedingt bin. Okay, nope. Nichts zu sehen. Das macht mich hier gerade ein bisschen kaputt. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwo einer sein müsste. Dann hat da gerade einer geschossen. Da hinten wurde, glaube ich, geschossen. Und ich laufe mitten ins Sandwich rein. Eigentlich sollte ich das nicht tun. Ich bin auch zonenmäßig, bin ich gut. Ich sollte nicht weiter vorlaufen. Das wäre witzig, oder? Da ist ein Flieger. Guck mal, jetzt kann ich noch eine zweite Pfanne mitnehmen. Nee, reicht nicht. Wo sind die Gegners? Weiß nicht. Hier passiert nichts. Da kam vorhin ein Boy kam und dann war's das. Das wäre irgendwie witzig, wenn ich hier unten rumrenne und da oben sitzt einer drauf. Soll ich mich da oben drauflegen? Einfach hier liegen und sich nicht bewegen. Perfekt. Peak Gameplay. Peak PUBG Gameplay an der Stelle. Habe ich mich bewegt, ne? Lazy. Kein guter Sniper. Hier ist aber auch nichts los. Ah. Wo hat der Flieger seinen Drop verloren? Da. Ah, da will vielleicht das Fahrzeug hin, hä? Oh, da kann ich nicht hinlaufen. Oh. Oh, steht der gut für mich. Oh. Na komm, ich muss. Also die Zone sagt, ich muss auf die andere Straßenseite, dann mache ich das jetzt. Natürlich die falsche Farbe vom Ghillie für die Umgebung hier. So, jetzt muss ich eine Deckung finden, dass ich die Leute, die jetzt noch hier rüberkommen müssen, weil da waren mindestens zwei Leute, die da drüben noch geschossen haben. Ja, irgendwo da. Irgendwo da schießt einer. Wo ist er? Da. Echt jetzt? Ist er jetzt an der Zone gestorben oder was? Nee. Ich habe eigentlich nicht genug Munition für die Waffe hier. 77, ja doch, müsste reichen. Acht andere. Jetzt müssen wir dann langsam das Zählen anfangen. Wo sie sind. Eins. Zwei. Glaube, ich habe da gerade einen gesehen. Drei. Vier. Oh
Oh, come on. Schade. Das ist der Baum, ja. Ja, der piekt nicht nochmal da raus. Der hat gerade einen Headshot kassiert auf seinen Dreierhelm. Ja, Freund Nase. Ich weiß, dass du da bist. Ich muss mich nur jetzt ein bisschen umorientieren. Muss nämlich in die Zone rein. Hier bin ich drin. Oh. Oh. Okay, der Gilly rechts hat den gekillt. Wir haben immer noch den hier am Stein. Der Gili rechts hat gerade einen Kill gemacht mit der Sniper. Und wir haben hier immer noch die Steinsituation. Ich habe ihn gesehen, da an dem Stein, den Gili. Shit, hat der mich gesehen da oben? Erwischt. So, jetzt den Gilly. Der ist da hinter dem Stein. Der muss zu mir kommen. So, den oben und da den Gilly hinter dem Stein. Der oben beschäftigt den Gilly und hat den im Blick. Das heißt, ich gehe jetzt hinter den hier oben. Position wechseln hinter den Typen. Der schießt immer noch auf den hinter dem Gilly. Hinter dem Stein, den Gilly hinterm Stein. Da. Links war er. So, haben wir noch den Gilly. Oh, lol, er ist am Spielbereich gestorben. Yes! Jawohl! Doch noch einen Sieg geholt heute. Let's go! Geil! Yes! Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.